Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bauen wir mal in Realtime, weil mir geht's nicht so gut und ich dachte, ich könnte jetzt ein bisschen bauen. Aber nochmal ein Speedbild hochladen ist doof, deswegen dachte ich, ich zeige euch einfach mal, was ich mir so dabei denke, wenn ich so baue. Okay, und ich habe schon so eine grobe Idee. Wir bauen in Desol Valley, denn meine Simmin, die ich aktuell in meiner Legacy Challenge habe, die wird wahrscheinlich nach Desert Valley ziehen, weil die ist schon in der Theater-AG und so. Und ich denke halt, dass sie dann später in die Schauspielkarriere einsteigen wird. Und ich glaube, dann ist es schon sinnvoll, wenn man in Desert Valley lebt. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier in einem dieser Starterhaus-Schaus-Gegenden. Ein bisschen möchte ich schon aufs Budget achten. Jetzt nicht besonders krass, aber halt schon so ein bisschen wenigstens. Weil, ja, die Eltern haben schon ein bisschen Geld wegen dem, wie heißt es, wegen dem Garten, aber ansonsten, ja, ne? Yeah, das gefällt mir schon besser. Wir können das ja gleich noch verschieben und so. Ich möchte hier, glaube ich, direkt ein zweistöckiges Haus geben und hier kommt dann ein Dach hin, damit es besser aussieht. Zumindest kann ich mir das ganz gut vorstellen. Wenn ihr Steuerung gedrückt haltet und das hier dann nochmal drüber zieht die Wand, dann geht das weg. Das ist ein Tipp von mir an euch, weil ich wusste das ganz lange nicht und das rettet Leben. So, und dann müssen wir jetzt erstmal einen Floorplan machen. Ich würde halt sagen, wir können hier vorne vielleicht so eine Art Wintergarten machen. Also fände ich zumindest ziemlich cool. Also halt, dass hier dann viele Fenster sind und so. Und dass das dann vielleicht dann so das Esszimmer oder so wird. Aber kann ich mir zumindest sehr, sehr cool vorstellen. So, hier ist dann halt quasi so Eingangsbereich und dann ist vielleicht hier ein Badezimmer. Ich glaube, so gefällt es mir noch ein bisschen besser. Ich würde halt, denke ich, die Treppen hier hin machen. Als ob der Grundriss einfach schon 12.000 Simoleon kostet. Hoppla. Aber naja, wie gesagt, also zur Not spare ich halt ein bisschen drauf. Ist schon in Ordnung. So ist doch, glaube ich, ganz okay. So, dann ist hier halt so Eingangsbereich, dies, das. So, und wenn man dann nach oben kommt, was machen wir denn? So. Also natürlich braucht sie, ja genau, hier ist ein Badezimmer. Ich würde halt noch ein Badezimmer machen. Und actually würde ich, glaube ich, gerne, dass das hier so ein bisschen offen ist, weil ich mag das richtig gerne. Dann würde ich erstmal so einen Placeholder nehmen. Ah, ich vergesse immer, wie man das machen muss. Ah, Stockwerk entfernen. So, zack. So, zack. I did it. Wow. Dann ist das halt so. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, ich hab's gefixt. Wow. So, auf jeden Fall würde ich dann hier hinten will ich dann ein etwas größeres Schlafzimmer machen. Ein Büro vielleicht. Ich weiß halt noch nicht genau, was wir jetzt halt genau hier noch machen wollen und so. Es ist halt ein bisschen schwer manchmal halt so zu machen, was man jetzt genau tun will. Vielleicht ist es auch ein bisschen groß geworden, aber ganz ehrlich, ich finde, es ist eigentlich schon passend zu meiner aktuellen Simmin. Und hier könnte man ja so eine Leseecke oder so draus machen, wo man halt hier dann zum Balkon raus könnte. Fände ich auf jeden Fall cool. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so machen. Dann kümmere ich mich jetzt um das Dach. Was immer so eine Sache sein wird. So, ich möchte hier vorne auf jeden Fall, wir könnten ein Glasroof machen. Oh mein Gott, Leute. Wir machen ein Glasroof. Yes. Ich bin dafür. Ich finde das ein bisschen hoch. So. Das finde ich, glaube ich, besser. Dann kopiere ich das Dach nämlich. Mach es erstmal kleiner, weil das ist ein bisschen groß. Mit alt, ne? Ging das nicht? Ah. Es ist diese andere Taste gewesen. Ups. Ich vergesse immer, welche Taste man wofür genau drücken muss. Auf jeden Fall ist das so und ich finde, das ist eigentlich ganz süß. Also es macht auf jeden Fall mehr mit dem Haus, als wenn da jetzt halt nichts wäre. Es ist zwar halt in dem Sinne Geldverschwendung so, weil es bringt einem ja nichts, aber ist ja auch egal, oder? So, und wir setzen jetzt erstmal als Platzhalter die hier hin. Zack. So, weil da kommt natürlich dann der Balkon hin. Ich nehme halt eigentlich fast immer für innen dieselben Türen. Weil es ist halt einfach am einfachsten, ne? Wenn man einfach so weiße Türen nimmt. Weil ich meine, wenn das ja eh... Oh, oder eine Schiebetür! Ich vergesse immer, dass wir Schiebetüren in Game haben. Ich meine, wie fancy ist das? Wow. Cool. So, dann weiter die Türen platzieren. Wieso habe ich da nicht die Wände zurück zu Ende gezogen? Was ist mit mir?
Naja, jetzt muss ich mich entscheiden, was will ich für eine Haustür haben? Was ist denn hier drüben für eine Haustür? Was so eine braune ist. Irgendwie langweilig. Ne? Also ich möchte natürlich, dass es auch ein bisschen hier reinpasst, aber... ich würde, glaube ich, trotzdem eine Tür nehmen, die 2 breit ist. Ich könnte ja tatsächlich auch diese hier nehmen, weil dann könnte ich hier vielleicht diese großen Fenster davon benutzen, von dem Pack. Und hier würde ich vielleicht einfach diese Tür nutzen. So, da muss dann natürlich so eine kleine noch zwischen, aber ist ja in Ordnung. So, dann ist das nämlich einfach so ein bisschen gläsern. Das ist doch cool. So, ja, ich mag generell so Wintergärten und so total gerne. Deswegen finde ich das ganz cool. Dann würde ich da schon mal ein Glasdach draufsetzen. Ich finde ja so welche voll geil. Weil ich glaube, sonst ist das irgendwie komisch, wenn das so übersteht. Ich weiß es nicht. Ich lasse es auf jeden Fall so. Ich finde es cool. Wow. Und die restlichen Fenster finde ich irgendwie nicht so cool von nachhaltig leben. Dann muss ich halt für den Rest irgendwie andere Fenster finden. Wieso kann ich das da nicht platzieren? Ich will da halt 2 hier nebeneinander haben. Das ist sonst irgendwie doof. Move Objects on. Oh, da muss ja noch ein Fenster hin. Ups. Habe ich verpeilt. Zack. So, weil sonst ist es halt unvollständig. Ich nutze jetzt übrigens die von Zeit für Freunde. Und hier oben mache ich dann... okay, ich kann nicht diese Fenster nutzen, aber Zeit für Freunde hat bestimmt noch mehr kleinere Sachen, denke ich, die ich dann da hinklatschen könnte. Hier, die. Die sind doch perfekt. So, die sind dann richtig unnötig. Aber ich finde, es sieht aber besser aus. Ja, ich denke, das sieht tatsächlich sogar ganz gut aus. Es sieht halt im Vergleich zu den anderen Häusern hier richtig fancy aus. Ich liebe es einfach. Aber ich glaube, ich würde gerne einmal das ganze Grundstück hier bewegen, dass es einfach ein bisschen weiter hier vorne ist. Nutze jetzt einfach das als Dach, finde gut. Ich würde da vielleicht irgendwas Helleres nehmen, weil es soll natürlich auch jetzt nicht zu dunkel werden. So, weil ich habe jetzt halt schon dunkle Fenster und so genommen und ein dunkles Dach. Ich will es jetzt halt auch nicht übertreiben, ne? Vielleicht was Farbiges, weil ich meine... Wie wäre es denn mit sowas? Ist halt mal was anderes, aber irgendwie gefällt mir das, glaube ich. Well, I guess. Mir gefällt das. Irgendwie, es ist mal was anderes, als ich sonst mache, ja? Sonst baue ich immer nur in Schwarz-Weiß und das ist irgendwie... langweilig. Ich glaube, ich möchte es sogar auf dem Boden stehen haben und nicht mit einer Treppe oder so. Also halt, wie heißt denn das? Fundament. Dass ich halt kein Fundament diesmal habe, weil normalerweise mache ich immer mit Fundament, aber ich versuche jetzt heute mal ein bisschen was anders zu machen als sonst, ja? Okay, ich habe jetzt erstmal versucht, das halt so straight up zu machen, aber ich finde, wenn man das so macht, ist es irgendwie cooler. Also ich finde, es sieht irgendwie besser aus. Deswegen mache ich das jetzt so. Wow. So, ich platziere jetzt erstmal die Böden. Oh, das sieht voll schön aus. Me like. Obwohl, da will ich vielleicht nicht unbedingt haben. Ich platziere das erstmal überall. Und ändern dann wahrscheinlich einfach nur noch die Farbe oder so. So, ich habe das jetzt ersetzt mit dem von Hunde und Katzen, weil ich das mal süß finde. Ich habe das irgendwie auch noch nie so benutzt. Irgendwas stimmt mit diesem Raum nicht. Wenn ich die Tür noch da drüben schiebe, funktioniert's. Ich hinterfrage das einfach nicht. Aber hier würde ich vielleicht auch nochmal anderes Wallpaper machen, wegen der Küche und so. Das ist doch eigentlich ganz süß, oder? Also das finde ich cool in der Küche. Ich würde gerne diese neue Küche nehmen, aber ich glaube, die ist relativ teuer, oder? 275 im Gegensatz zu 150. Aber die ist so schön. Ich will die auch mal benutzen. Ist mega süß, aber irgendwie passt das hier nicht so rein. Aber, das passt besser, glaube ich. 25.000, oje. Da muss das Girl dann ja aber schon ganz schön sparen, um hier einziehen zu können. Aber was soll's. Oh, 1500, das ist ja nichts. Aber die Sachen sind so schön. Ohne Witz. Oh, ich lieb's. Ja, die oberen, ich glaube, darauf muss ich verzichten. Weil ich glaube, das ist uns wirklich ein bisschen zu teuer. Weil ich meine, wir haben noch sonst nichts eingerichtet und wir sind schon hier bei so einem hohen Wert. Ich glaube, das geht leider nicht. Wow, meine Cam ist ausgegangen und trotzdem muss ich das Programm nicht neu starten. Das ist neu. Irgendwas hat sich da anscheinend geändert. Das ist cool. Aber weiter zum Bild. So, da ist noch irgendwie so ein Pflänzchen oder so zwischen. Und dann hier in die Mitte auch noch irgendwie ein Pflänzchen. So steht das Pflänzchen mehr oder weniger in der Mitte. Nicht perfekt, aber das muss es halt auch einfach nicht sein. Ich lieb's. So, und dann halt Barstühle. 2 und einer ist halt
fake, weil man da ja leider keine dran stellen kann, aber ich finde, sonst sieht das irgendwie komisch aus, wenn da keiner ist. Damit ist die Küche fertig und wir sind fast bei 30.000 Simoleons. We love it here. Ich will das nicht so teuer gestalten. Ja, ich werde erstmal die Badezimmer fertig machen hier. Ja, ich denke, das passt erstmal so fürs Badezimmer. Und die meisten Sachen werde ich dann oben halt auch wiederverwenden. Es gibt auch günstige Eckbadewannen, das finde ich gut. Weil dann würde ich nämlich so eine nehmen. Weil es passt hier eigentlich ganz gut rein. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist halt das Badezimmer, ne? Und mir ist auch gefallen, ich habe hier noch gar keinen Boden verlegt. Dieses Grundstück ist so groß, ne? Ich gehe übrigens immer nach diesen Kategorien, damit ich halt auch wirklich nichts vergesse und so. Ja, deswegen geht's einfach weiter mit dem Schlafzimmer. Also bisher hatte ich auch noch nicht das Bedürfnis, dass das hier, also diese Wände irgendwie eine andere Farbe haben müssten oder so. Finde eigentlich ganz süß. Ich finde das von Moschino eigentlich tatsächlich ganz passend. Ich glaube, so gefällt mir das erstmal. Ich meine, es ist jetzt noch nichts Besonderes oder so, aber es ist zumindest ein bisschen auf sie persönlich abgestimmt. Und ja, das ist ja wohl die Hauptsache, ne? Und ich möchte natürlich, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr so viel Geld ausgeben generell. So, in den Fernseher ballert sie halt einfach auch nochmal ein bisschen rein, ne? Ach Mann, jetzt macht es doch auch keinen Unterschied mehr. Dann muss sie halt ein bisschen sparen. Immerhin haben die Eltern ja einen krassen Garten, wo sie ganz gut Geld herbekommen kann. Ich brauche irgendwie einen schmaleren, so einen Tisch. Es darf ja auch gerne ein bisschen zusammengewürfelt sein. Ich meine, wenn du das erste Mal ausziehst, ist es ja relativ normal, dass du halbwegs zusammengewürfelte Sachen hast, so. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Ein bisschen zur Musik hören. Dann will ich dann noch einen Teppich auslegen. Und vielleicht ein Bild aufhängen hier drüber. Damit es nicht ganz so leblos aussieht. Schick. Es ist einfach nichts Besonderes, ne? Aber ja. Hauptsache die Küche ist vollständig. Aber ich finde auch wirklich, dass die Küche am wichtigsten ist so in einem Haus. To be honest. Machen wir weiter mit dem Esszimmer. Was jetzt natürlich auch nicht so krass werden wird tatsächlich erstmal. Aber ja, Hauptsache, ich brauche auf jeden Fall einen großen Tisch. Also weil sonst wird diese Fläche ja gar nicht ausgefüllt und es wäre ja auch irgendwie doof. Ich würde halt gern hier am Ende dann ganz viele Pflanzen stehen haben. Vielleicht kann sie ja dann welche von ihrer Mama mitnehmen. Ich weiß nicht, wieso sie so viel so Cottage-Stuff hat, weil ich meine die Küche und dann teilweise das Bett und jetzt hier diese Stühle und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie gibt sie mir auch diese Vibes ab, dass sie das halt einfach cool findet. Ich meine, sie ist ein Kind, aber ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das mag, auch wenn sie trotzdem halt auch moderne Sachen cool findet, so. Vielleicht kann ich ja schon mal so ein paar Pflanzkübel dahinstellen, dass es halt nicht ganz so leer aussieht, aber dass man halt sieht, dass da halt noch was passieren soll. Und stehen halt erstmal so ein paar Kübel so rum. So, und dann kann sie das ja anpflanzen. Ja. Finde, dann sieht es zumindest schon nicht mehr ganz so leer aus. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Und es macht auch keinen Unterschied, wenn ich das hier... Was ist, wenn ich die Wand mal neu ziehe? Weil irgendwas stimmt da nicht. Was soll das? Jetzt scheint es zu funktionieren, komischerweise. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber... Ich akzeptiere das jetzt einfach mal so. So, ich gebe ihr einfach hier diesen Laptop. Der ist ja noch mehr oder minder günstig. Dann kriegt sie auch leider nur so einen lamen Stuhl. I'm sorry, girl. Aber ja. Dafür hat sie ja schon coole andere Dinge, ja. Wenn ich diesen Schachtisch schon sehe, kann ich ihn ja schon mal platzieren. Der darf einfach nicht fehlen. In keinem Sims-Bild. Das war es leider für ihr... für ihr Büro. Schade, Marmelade. Aber ja. Dafür kriegt sie jetzt ein relativ großes Bücherregal, sag ich jetzt mal. Oh, dieses Kallax-Regal kann sie ja noch hier reinbekommen. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut in ein Büro. Ist ja auch typisch, ne? Ja, dann sieht es auf jeden Fall schon wieder ein bisschen voller aus. Ja. Das ist vielleicht gut. Sie kriegt jetzt halt zweimal dieses eine hier. Weil, ja, damit das halt nach größerem aussieht und nicht zu teuer ist. Weil sonst hätte ich gern das hier gegeben. Aber das kostet halt einfach mal 2000. Und wie gesagt, wir sind 40.000. Hilfe! Ja, das nenne ich mal eine Leseecke. Normalerweise würde ich auch überall Vorhänge dran klatschen.
Aber ja, das Budget lässt das leider nicht zu. Es sieht einfach noch alles so leer aus. Das ist so traurig eigentlich, ne? Aber ja, es geht leider nicht anders irgendwie. So riesige Teppiche helfen oft. Also ich habe jetzt noch ein paar Bilder platziert und Pflanzen, damit es nicht ganz so leer aussieht. Und ich finde, das macht schon einiges aus. Es ist natürlich jetzt immer noch nicht perfekt, aber das soll es auch nicht unbedingt sein. Ich würde jetzt hier hinten noch einen Grill platzieren. So, und ich denke, dass das dann jetzt erstmal mein Haus war. Und ja, während ich spiele, werde ich es dann einfach nach und nach ausrüsten, wenn das Girl dann halt mehr Cash hat. Es hat noch nicht mal jetzt gereicht zum... Hier, wie heißt es? Landscapen. Ist ein bisschen traurig. Aber ja. Also klar, ich könnte jetzt Debug-Cheat und so benutzen, aber... Irgendwie funktioniert das bei mir immer nicht so, wie ich will. Und es dauert 80 Jahre, bis man das gefunden hat, was man sucht. Deswegen lasse ich es. 45.000 ist fein, denke ich. Ich denke, darauf kann man noch ganz gut sparen. Und ja, ich werde es erstmal nicht in die Galerie hochladen, außer ihr sagt jetzt, ihr braucht es unbedingt in eurem Leben. Dann vielleicht schon, dann lade ich das meinetwegen hoch. Erstmal wird es nicht passieren. Ich kann es ja vielleicht irgendwann sonst hochladen, wenn ich das dann quasi vervollständigt habe. Und ja, gut, ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und tschüss!